Vogel der Woche. Es gibt so Leute, die, wenn die eine Sekunde aus einem Hollywood-Movie sehen, dann wissen die, wer da mitgespielt hat, was das war und so weiter. So ein bisschen so ähnlich kann man sich das ja vorstellen, wenn es so Spezialwissen in der Vogelwelt auch gibt, ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, seit ich 12 bin, Vögel beobachte, dann kenne ich so ziemlich alles, was hier so singt und ruft und kriecht und fleucht in Deutschland und eigentlich auch in Mitteleuropa. Und dann freut man sich natürlich sozusagen über Dinge, die man dann so entdeckt. Oder ich freue mich dann, wenn ich so Dinge wiederentdecke, wie jetzt am Wochenende gerade einen Stelzenläufer am Salzigen See. Aber kennt man eben und freut sich dann so ein bisschen. Viel seltener allerdings ist, dass einem was begegnet, was man nicht kennt. Also wo sowas wie, huch, was ist das denn? Und so ging es mir gerade. Da war da so eine Stimme am Straßenrand. Und da dachte ich, oh nee, das ist nichts, was ich kenne. Also was man jetzt dauernd hört, so. Jetzt könnte man sagen, ja, wenn Leute im Urlaub sind, dann geht es ihnen ja dauernd so. Oder ihnen geht es vielleicht sowieso dauernd so. Immer mal dankbar, wenn ihnen dann jemand sagt, naja, das war ein Buchfink oder so. Klar. Aber jetzt fährt ja sowieso, ich weiß nicht, kaum jemand in Urlaub. Ich kenne jedenfalls gerade keine. Alle müssen irgendwie arbeiten, weil das geht ja jetzt wieder. Aber dass einem das hier so passiert als Ornithologen, das ist rar. Und also bin ich da mit meinem dicken Fernglas und in der prallen Hitze hingelatscht, um zu gucken, was in diesem Garten denn so Eigentümliches sein könnte, dass ich das nicht kenne. Ich dachte schon an irgendwas Ausgebüxtes. Und dann sah ich da so einen Finken sitzen, so im Gegenlicht, der das eben sang, so von der Baumspitze, und war immer noch nicht sicher, was das ist. Ich dachte, na gut, aber so im Ausschlussverfahren. Und siehe da, es war ein Vogel, der eigentlich erst seit dem letzten Jahrhundert in Mitteleuropa vorkommt. Denn normalerweise gehört er hier gar nicht so unbedingt her, sondern hat hier so seine allerwestlichste Verbreitungsgrenze. Denn es gibt ihn in Asien, also sprich in Sibirien. Von Kamtschatka, von der Pazifikküste, quer durch Asien bis hierher eben, eigentlich jetzt weniger im Binnenland, sondern mehr so Mecklenburg-Vorpommern an der Küste, da gibt es so die ein oder andere Strophe wie die, die wir gerade gehört haben. Und wenn man ihn dann sieht, dann ist das ein Farbklecks, erstaunlicherweise. Gehört zu den Finkenvögeln, also mit diesem kurzen, relativ starken Schnabel, ne, so wie Grünfink oder Stieglitz, ist auch so ein Finkenvogel, Bluthänfling, Buchfink natürlich und so. Und der Gimpel, neulich hatten wir hier den Azoren-Gimpel, und dieser Vogel, über den ich hier rede, der ist, zumindest was das Männchen angeht, wenn es älter ist, knalle karminrot am Kopf und auch ein bisschen am Bürzel und auch ein bisschen so der Latz. Diese Farbe Kaminrot, die kommt im Übrigen aus den Schildläusen, die er wohl mit aufnimmt beim Fressen. Frisst eigentlich Körner, wie andere Finken auch. Aber da scheint evolutionär was passiert zu sein, dass er so eine knalle, verrückte, kaminrote Farbe hat. Und daher hat er auch seinen Namen, der Kamingimpel. Und dieser Kamingimpel ist recht groß und ist eigentlich ein, da er so selten ist, schwer zu beobachtender Vogel, denn er mag sowas wie Regenmoore oder so lichte Landschaften, und das ist hier dann eben eher Zufall. Da, wo er etwas häufiger ist, da ist er auch in Parks anzutreffen, so an Siedlungsgrenzen, und so habe ich den auch gesehen an so einem Dorfrand. Hier rauscht immer der Verkehr nebenbei, hat den überhaupt nicht gestört, immer wieder hoch auf den Baum und zack, die nächste Strophe. Und da die so schön klingt, bräuchte er eigentlich gar nicht rot anlaufen. Aber da läuft er auch nicht rot an, der ist ja einfach schon rot. Die Weibchen sind ein bisschen unscheinbarer, so wie das Männchen oberseits so ein bisschen oliv
braun. So sind die Weibchen dann so im Ganzen ein bisschen gestrichelt vorne. Da sind die Finken ja normalerweise außer dem Grünfinken jetzt nicht so besonders spektakulär. Aber das Männchen macht dann schon was her. Und wer jetzt also Lust hat, meinen Vogel der Woche mal zu sehen, der müsste sich in dem Falle nach Langenbogen bei Halle begeben. Da so am Ortsausgang auf der linken Seite in der Nähe eines schönen kleinen Sumpfes, da singt gerade sehr ausdauernd ein Kamingimpel. Die sind bei uns tatsächlich sehr spät dran, sind eigentlich, wenn man so will, der allerspäteste Ankömmling, denn die überwintern in Ostasien. Also man weiß nicht so genau, wo die europäischen Vögel wirklich überwintern, aber sie kommen jedenfalls sehr spät, so Mitte, zum Teil erst Ende Mai, und verschwinden dann auch im Juli schon wieder, nachdem sie gebrütet haben. Sind sowieso nicht so viele, die hier brüten. Also vielleicht sowas, man schätzt so zwischen 600, 800 Brutpaaren in Deutschland. Aber eben selten im Binnenland. Es gibt so ein paar Inseln, wo die so vorkommen, aber eher an der Küste. Und in Bayern so. Ja, und dann sind sie eben nach 2 Monaten auch gleich wieder weg. Also mit anderen Worten, die kommen tatsächlich nur, in dem Jahr hat es ja auch voll gepasst, zum Sommer her. Und dann zack, ab in die Wüste. Ehrlich gesagt weiß ich nicht genau, warum das mein Vogel der Woche ist. Vielleicht, weil dieses Jahr so verrückt ist, so ein Kindersommer. Und das ist so ein Kindersommervogel, der Kamingimpel. Und tatsächlich habe ich ihn schon ewig nicht mehr gesehen. Und das war sehr schön und sehr überraschend und sehr unbekannt. Trotz Hitze kann man einfach draußen rumlaufen. Der Juni ist eh immer so ein bisschen der Monat der verrückten Überraschungen, wenn auf einmal in einem Sumpfgebiet eben ein Stelzenläufer aufkreuzt oder eben am Dorfrand ein Kamingimpel. Wenn Sie natürlich Vögel beobachten wollen, dann kann ich Ihnen nur empfehlen, früh rauszugehen. Denn die Vögel sind jetzt auch nicht so eine Hitzefans. Und da ist es dann wie in den Tropen, eben der Morgen und der Abend, wo die aktiv sind. Ne? Müssen Sie mal früh aufstehen. Aber zur Hitze kommen wir vielleicht nochmal. Machen Sie es gut, schöne Woche. Vogel der Woche.